Plötzlich sehen wir auf sehr vielen Lebensmitteln ein Bio-Siegel. Bio, stimmt das immer? Naja, am besten wäre ein eigener Garten, ein kleiner Acker, ein Backofen, eine Kuh, eine Käserei. Aber wo soll ich die Zeit dafür hernehmen? Und das Geld und das Grundstück und die Ahnung? Es gibt eine ganz einfache Lösung, gleich hier um die Ecke. Die Natur schenkt uns zu jeder Jahreszeit genau das, was unser Körper braucht. Am Patersberg wird kein Gift eingesetzt, sondern die Ideen genutzt, mit denen sich die Natur selbst hilft. Die Produkte vom Patersberg sind gehaltvoll und so schmecken sie auch. Von Stall und Feld direkt auf ihren Tisch. Kann es frischer gehen? Die Solawi vom Patersberg bringt Abwechslung auf den Tisch. Die Landwirtschaft versorgt mit Kartoffeln, Brot, gelegentlich Fleisch, Milch und den legendären Milchprodukten. Quark, Joghurt und die vielen Käsesorten sind ein Genuss. In der Gärtnerei werden über 40 verschiedene Kulturen gepflegt. Jede Woche gibt es einen Mix aus durchschnittlich etwa 10 Früchten. Das ist ein regelrechtes Füllhorn. Wo gibt's denn sowas? Sie können Ihr Feld, Ihre Beete und Gewächshäuser, Ihre Kühe besuchen und sich von Qualität und Arbeitsweise überzeugen. Sie werden sehen, was getan werden muss, um den strengen Richtlinien gerecht zu werden, die Voraussetzung sind für eine Demeter-Zertifizierung. Wenn Sie möchten, können Sie gerne mithelfen. Es ist keine Verpflichtung, aber eine wunderbare Gelegenheit, ganz nah dran zu sein. Sie sind auf dem Patersberghof willkommen. Hier wird nämlich vieles in Handarbeit erledigt. Einer solidarischen Landwirtschaft gründet auf Fairness, Ehrlichkeit und eben Solidarität. Sie kaufen ihren Anteil am Patersberghof jeweils für ein Jahr. Zuvor werden sie detailliert und offen über die Kosten informiert. Die Berechnung basiert auf Erfahrungen der Vorjahre. Das Ergebnis wird durch die Anzahl der Abnehmer geteilt, die der Hof versorgen kann. Daraus ergibt sich der Betrag, den Sie monatlich an den Patersberghof überweisen. Sie können sich entscheiden für einen gärtnerischen Anteil, also für Gemüse und andere Früchte, oder für einen landwirtschaftlichen. Dazu gehören Brot, Getreide, Milch und Milchprodukte, Kartoffeln und auch etwas Fleisch. Idealerweise wählen Sie beides, denn auf Ihrem Hof greifen diese Bereiche ineinander. Es ist ein Kreislauf. Zum Beispiel schätzt der Gärtner den Kuhmist als perfekten Dünger. Sie beteiligen sich also für ein Jahr an einem Bauernhof mit Grund und Boden, Gebäuden, Geräten, Einrichtungen, Verbrauchsmaterial, Gebühren, Versicherungen, Pflanzen, Tieren und natürlich mit dem Lohn für die Menschen, die hier arbeiten. Sie erhalten dafür eine reiche Ernte, saisonal, regional und in zertifizierter Demeter-Qualität, Woche für Woche.
Das ist wie ein eigener Bauernhof, nur dass sie nicht selbst jeden Tag in den Stall, aufs Feld, ins Backhaus oder die Käserei müssen. Das erledigen engagierte und bestens ausgebildete Fachleute für sie. Solidarisch, ehrlich und fair wird das Ganze dadurch, dass diese Menschen sich auf einen festen Kreis von Abnehmern verlassen können. Ihre wertvolle Energie wird nicht aufgefressen von Werbung und Vermarktung. Wenn Sie sich für Produkte von der Solavi am Patersberg entscheiden, handeln Sie automatisch nachhaltig. Der Anbau in der Region erspart Transportwege und reduziert damit Energieverbrauch und Emissionen. Beim Patersberghof steht fast alles offen bereit. Sie nutzen einfach Ihre eigenen Taschen, Körbe oder Kisten. Quark und Joghurt sind in wiederverwendbare Gläser gefüllt. Verpackungsmüll gibt's da nicht. Die Böden werden auf natürliche Weise gedüngt und bearbeitet. Sie laugen nicht aus, sondern bleiben wertvoll auch für kommende Generationen. So sieht eine lebensfeindliche Monokultur aus. Die Anbauflächen des Patersberghofes sind kleinteilig und von Grünstreifen durchsetzt. Hier gedeihen die Früchte in natürlicher Qualität. Landschafts- und Artenschutz sind inklusive.